hallo. Wir machen heute zwei vegane Eise mit unserer Prosciutto-Maschine. Und zwar machen wir aus zwei verschiedenen Basen. Wir machen einmal mit einem sogenannten Soja-Drink. Steht aus Wasser, Soja, Rohrzucker, Meersalz. Da muss man ein bisschen aufpassen. Da gibt es ganz viele mit ganz komischen Inhaltsstoffen. So ein bisschen suchen, dass ihr einen vernünftigen findet. Daraus machen wir ein Vanilleeis. Und danach machen wir aus diesem Hanfdrink ein Hanf-Haselnusseis. So, wir beginnen. Habt ihr schon mal abgewogen? Wir haben hier unsere Sojamilch. Dann kommt dazu Sonnenblumenöl. Da kann man natürlich auch Rapsöl nehmen, Olivenöl, was auch immer man möchte. Das ist so ein bisschen was mit Philosophie und so weiter zu tun. Wenn ich damit einen Geschmack transportieren will, dann nehme ich ein besonders aromatisches Öl. Hier geht es jetzt gerade darum, der Sojadrink an sich hat nämlich nur 3, irgendwas Prozent Fett, also weniger als Milch. Sonnenblumenöl rein. Das Sonnenblumenöl hebt unseren Fettgehalt ein bisschen. Fett ist Geschmacksträger, Aromatransporteur. Und wenn ich jetzt nur den Sojadrink nehme, ohne eine weitere Fettzugabe, dann wird das Ganze ziemlich wässrig schmecken und ziemlich dünn. Deshalb ein bisschen auffetten. Dann haben wir hier eine Vanilleessenz. Weil ich jetzt in der Prosciutto-Maschine arbeite und nicht die Zeit habe, eine richtige Infusion über Vanilleschoten zu machen, habe ich jetzt hier eine Vanilleessenz und habe, um es visuell ein bisschen aufzuwerten, noch Vanillesaat mit reingemacht. Dann haben wir hier unsere anderen Zutaten, Inulin, Dextrose, Glucose. Ich brauche ganz kurz meinen Mischeimer. Wie immer, Kristallzucker, ihr seht nichts. Kristallzucker, Johannisbrotkernmehl, Guarkernmehl, Dextrose, Glucose, das in der kleinen Menge. Mischen wir einfach gleich alles. Kommen hier rein. Dann ordentlich durchmischen, sodass wir nachher keine Klumpen haben. Alles hier dazu. Den brauchen wir gleich nochmal. Und dann haben wir hier noch das Inulin. So, damit gehen wir jetzt in unseren Pure Mix. Dann mixen wir das erstmal ordentlich durch und dann gehen wir damit in unsere Eismaschine. Eine Sache möchte ich noch kurz loswerden. Bei diesen ganzen Sojaprodukten und sonst irgendwas, da steht ja immer was davon dabei, dass es eine Proteinquelle ist und dass es voller Protein ist. Und es wird uns suggeriert, dass da unglaublich viel Protein drin ist. Ich muss deutlich sagen, wir haben hier einen Proteingehalt von, wo steht's? Gar nirgends. Das ist toll. Spitze. Doch, hier. Eiweißgehalt 3 Gramm. Das ist weniger, als in der ganz normalen, handelsüblichen Vollmilch drin ist. Da sind wir schon bei 3,4, 3,5 Gramm. Es mag pflanzliches Eiweiß sein, das mag ernährungsphysiologisch sinnvoller sein, wie auch immer. Aber der Gehalt an Eiweiß, der ist geringer als in Milch. Warum erzähle ich das? Eiweiß ist ein Produkt, was unser Eisaufschlag gibt. Was dafür sorgt, dass wir Overrun bekommen, also dass mehr Masse rauskommt, als ich Flüssigkeit eingegeben habe. So, und wenn ich zu wenig Eiweiße drin habe, kommt am Ende auch weniger Aufschlag bei raus. Das ist eher unwirtschaftlich und so. Deshalb muss man sich manchmal überlegen bei diesen veganen Geschichten, ob man zusätzlich eine Proteinquelle mit dazu gibt, also zum Beispiel ein Sojaprotein, ein Erbsenprotein und so. Ich kann natürlich kein Hühnereiweiß reinmachen, logisch bei einem veganen Produkt.
Aber es gibt genügend andere Proteine, die ich heute inzwischen in trockener Form einfach kaufen kann, die wir dann zugeben können, um so einem Eis einfach bewusst einen schöneren, höheren Aufschlag zu geben. Da ich sowas generell eigentlich nicht wirklich mag, diese extra Proteinzugabe oder Caseinzugabe oder sonst irgendwas, möchte ich es einfach mal so stehen lassen. Wenn dann jemandem dieses Rezept zu wenig Aufschlag hat, dann habe ich ihm gesagt, wie er darauf reagieren kann, aber ich möchte kein separates Eiweiß dazugeben. So, damit können wir jetzt schon mal oben in unsere Maschine reingehen. Schon mal kochen. So, in der Zwischenzeit machen wir unsere zweite Rezeptur. Ein Haselnusseis aus einem sogenannten Haferdrink, umgangssprachlich Hafermilch. Besteht aus 10% Hafer, Wasser und Zuckern. Dann haben wir hier zusätzlich einen Haselnussmark drin. Entschuldigung. Und wie gerade vorhin auch, Kristallzucker, Dextrose, Glucose und Johannesbrotkernmehl, Guacamole, sogenanntes Neutro. Unsere trockenen Stoffe machen wir wieder in unseren Mischeimer. Wenn jetzt jemand ein veganes Eis machen möchte und gleichzeitig auf traditionelle Zucker verzichten möchte, und das ist überhaupt gar kein Problem, dann kann man einfach die Zuckermenge austauschen, zum Beispiel durch Honig, durch irgendeine Fruchtsüße, durch einen konzentrierten Apfelsaft, durch Früchte, zum Beispiel Datteln. Es gibt hunderte von Möglichkeiten, wie man etwas süßen kann. Das muss nicht Haushaltszucker sein. Nur ich persönlich habe nichts gegen Haushaltszucker, deshalb verwende ich ihn bei meinen veganen Eisen. Und meine Fruchteise sind ja auch komplett alle vegan. Insofern habe ich jetzt bei mir keine anderen Zuckerstoffe in der Verwendung. Aber austauschbar ist alles, muss es einfach nur einmal durchrechnen. Vom Süßegrad her und von der gefrierhemmenden Wirkung, dass die Eise auch noch eine Chance haben, fest zu werden in der Maschine. So. Haferdrink. Unsere Trockenstoffe. Und unser Haselnussmark. Also es ist ein pures Haselnussmark. Ohne Zuckerbeimischung, ohne Glucose. Ich habe eine mittlere Röstung von einer wunderschönen Piemonteser Haselnuss. Das ist einfach ein unbeschreiblich gutes Aroma, was die bringen. Und das auch mit dem Pure-Mix ordentlich vorbereiten, ordentlich durchemulgieren, dass es schön glatt ist und dass das Fett gleichmäßig homogen verteilt ist. Und sobald unser Vanilleeis unten ist, können wir das Haselnuss in den Kochzylinder eingeben. Was uns dieses ansprechende Tönchen sagen möchte, ist: Ich bin heiß, ich bin fertig. Kann man zum Glück ausschalten. Und jetzt können wir unsere Eismasse auch mal hier runterlassen, nicht? Das ist Soja-Vanille. Wenn man jetzt pasteurisiert. Warum pasteurisieren? Damit es schön homogen wird, damit die Zucker schmelzen, dass die Bindemittel richtig binden und dass sich das Aroma richtig entfaltet. Wird einfach schöner, als wenn man es nur kalt zusammenrührt. Drum tun wir jetzt unser Hafer-Haselnuss rein. Thank you.
Sojavanille ist fertig. Schauen wir mal. Sieht wunderschön aus. Macht visuell überhaupt keinen Unterschied zu einem Eis, was mit Vollmilch, Sahne, sonst irgendwas hergestellt wird. Hat genau die gleiche Cremigkeit, genauso schön homogen. Wenn das mal kein Timing ist. Unten fertig, oben fertig. Perfekt. So. Tue ich das an, wie schön das aussieht. Es macht, wie ich schon gesagt habe, überhaupt keinen Unterschied visuell zu einem Eis, was mit Vollmilch oder sonst irgendwas hergestellt ist. Und wenn es vor 10, 15 Jahren noch ein Problem war, ein veganes Eis zu machen, dann haben wir heute den absoluten Luxus, dass man bei uns wirklich einfach nur in einen ganz normalen Supermarkt gehen kann und hunderte von veganen Produkten findet, die man einfach weiterverarbeiten kann. Ob das jetzt die Hafermilch, Sojadrinks sind, ob das Reismilch, Mandelmilch oder was weiß ich was ist. Ihr könnt alles verarbeiten. Ihr müsst einfach nur einmal durchkalkulieren, ein vernünftiges, sinnvolles Verhältnis zwischen Flüssigkeit und Trockenmasse herstellen, euer Zuckerniveau sinnvoll einstellen und dann 2, 3 Versuche machen, dann habt ihr zum Beispiel sowas hier. Ich bin zwar kein Veganer, aber schmeckt geil. Und ich bin sicher, wenn man das Produkt einfach in der Blindverkostung rausgeben würde, die wenigsten würden sagen, das ist irgendwie anders oder sonst irgendwas. Die meisten werden einfach nur sagen, boah, lecker, Vanille. Das sollte so das Ziel sein. Oh. Hafernuss läuft noch, braucht noch 3 Minuten, 4 Minuten, aber dann sind wir durch. Ich freue mich aufs Eis. So, wunderbar, jetzt unser Hafer-Haselnuss-Eis ist fertig. Ein Traum. Auch hier genauso wie gerade vorhin, das macht visuell überhaupt keinen Unterschied zu einem Creme-Eis oder zu einem Milcheis. Da gibt es einfach nichts dran zu meckern. Also das muss sich heute keiner mehr hinstellen und sagen, ein veganes Eis wäre nicht schön oder wäre nicht lecker oder sonst irgendwas. Veganes Eis, ich habe es gerade vorhin schon mal gesagt, wir haben es noch nie so leicht, richtig gute vegane Eise zu machen wie heute. Vorhin hatten wir was von den ganzen Getränken, die ganzen Zuckerstoffe, die wir verwenden können, Agavendicksaft, Honig, konzentrierte Säfte. Es gibt heute alles, wir müssen uns einfach nur ein bisschen austoben. Und dann haben wir das hier. Hafer, Haselnuss vom Feinsten. Genau, das kannst du jedem in die Hand drücken, da kommt kein Mensch auf die Idee, dass das vegan ist. Es stimmt also nicht, dass vegane Produkte immer irgendwie komisch sein müssen. Nö, geht auch anders. So, in diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß beim Eisen.